Die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr neigt sich dem Ende entgegen und ja, es ist Grund genug, ein bisschen zurückzugucken. Was ist das für ein Jahr gewesen? Wie sind wir gestartet? 13% bundesweit. Man hat schon Schwierigkeiten gehabt, wirklich sich zu motivieren an der einen oder anderen Stelle. Und dann, wo stehen wir heute? Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und ihr habt mitgeholfen. Und deswegen an dieser Stelle schon mal ein ganz dickes Dankeschön, denn dieser Erfolg ist auch unser gemeinsamer Erfolg. Das Jahr 2021 hatte natürlich wieder ganz viele Themen parat. Auch hier im Deutschen Bundestag das bestimmende Thema Corona. Die Impfstoffe kamen auf den Markt, aber auch die Erkenntnis, dass diese Impfstoffe mit ihrer Wirkung kontinuierlich nachlassen. Insofern auch die Frage, wie kann man boostern etc. und welche Einrichtungen müssen gegebenenfalls wieder geschlossen werden? Wie kann man Unternehmen unterstützen mit Überbrückungshilfen oder Kurzarbeitergeld? Für mich persönlich war natürlich das Thema Klima und Energie ganz, ganz wichtig. Mit der CDU/CSU teilweise ein harter Kampf und dennoch sind uns Dinge gelungen, beispielsweise, dass Kommunen beteiligt werden können, wenn sie Windkraft vor Ort ausweisen. Der Wahlkampf nahm dann Fahrt auf. Zuvor hatten wir ja in einer fast aussichtslosen Situation Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert. Im März habt ihr mir dann ein riesiges Vertrauen in einer Urwahl gegeben. 98% der Genossinnen und Genossen haben mich nominiert. Das hat mich natürlich unheimlich gefreut und hat mir viel, viel Kraft gegeben. Ein Wahlkampf fügte sich dann an, der sich gewaschen hatte mit vor allen Dingen unseren Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten und Steffen Krach. Und wir haben tolle Ergebnisse erzielt und mein Wahlergebnis, ja, das war eines der besten, die ich je erzielt habe und das gibt mir natürlich Kraft jetzt für die nächsten Jahre. Ende September, dann der Ausgang der Bundestagswahl. Was für ein Erfolg. Und natürlich schlossen sich dann die Koalitionsverhandlungen an. Die Ampelkoalition wurde gebildet. Ich hatte die große Aufgabe für die Bereiche Energie, Klima, unter anderem mit Stefan Weil in meiner Arbeitsgruppe mit Grünen und FDP zu verhandeln. Und ich glaube, das, was dort gelungen ist, ist tatsächlich ein wirklicher Aufbruch hin zu viel mehr erneuerbaren Energien. Der Koalitionsvertrag hat eben die Handschrift einer Fortschrittsregierung. Und die Krönung war dann die Wahl von Olaf Scholz als Bundeskanzler. Und für mich das erste Mal, dass ich tatsächlich einen Sozialdemokraten als Kanzler, als Abgeordneter wählen durfte. Die Berliner Themen waren das eine. Und die nahmen viel Zeit in Anspruch. Aber auch der Wahlkreis kam natürlich nicht zu kurz. Der Wahlkampf stand in den Mittelpunkt und wir haben jetzt schon wieder nach vorne geguckt. Nämlich einen Zukunftsausschuss mit den Jugendparlamenten vor, wo die Jugendparlamentarier mit mir zusammen eine feste Arbeitsgrundlage entwickeln. Und wir starten ein Schulprojekt, das sich erneut mit dem großen Thema Klimaschutz beschäftigt. Jetzt wünsche ich Ihnen und euch alles Gute für Weihnachten und natürlich ein tolles und vor allen Dingen gesundes 2022. Auf ein baldiges Wiedersehen.